Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Alex vom New Strong Business Team. Es freut mich, dass du dabei bist. Wie du sehen kannst, geht es heute um die Plattform, Handelsplattform Bittrex. Hier kannst du Kryptowährungen kaufen und verkaufen, also handeln, und zwar basierend auf den Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Das Video wird sich jetzt eigentlich für die drehen, die sich noch nicht mit dieser Plattform beschäftigt haben. Und für alle Neulinge quasi, aber auch für Erfahrene, denke ich mal, wird hier vielleicht was Neues dabei sein. Und dann lege ich mal direkt los. Also wenn ihr euch hier angemeldet habt, werdet ihr hier auf die Plattform gelangen. Das Ganze ist übrigens kostenlos, also mit keinen Verbindungen zusammengesetzt und wie auch immer. So, hier auf der Startseite seht ihr direkt die erfolgreichsten Kryptowährungen. Ja? Da haben wir beispielsweise jetzt hier den Bitswift. Der hat jetzt hier in den 24 Stunden über 91% erreicht. Wer hier mit einer guten Summe reingegangen ist, der wird hier definitiv guten Gewinn bekommen haben. So, natürlich kann man auch Verluste machen. Wie ihr sehen könnt, hier gab es beispielsweise bei Rise 31% Minus in den letzten 24 Stunden. Das ist ärgerlich, aber es passiert, ganz klar. Ja. Der Kurs geht hoch und runter und da muss man dann, wie gesagt, darauf achten, dass man auch im richtigen Moment einsteigt. So. Ja, dann lege ich mal direkt los. Wie kann ich hier meine Bitcoins einzahlen? Wenn ihr auf einer anderen Plattform Bitcoins besitzt, könnt ihr hier die einzahlen, um dann mit anderen Kryptowährungen zu handeln. So, und zwar einzahlen der Bitcoins, wenn das noch nicht angezeigt wird. Also ihr geht hier oben auf die Wallet und wenn bei euch, bei euren Wallets, das noch nicht angezeigt wird, dann gebt ihr auch hier, wie auch jede andere Kryptowährung, die ihr suchen könnt, einfach hier in die Suchleiste ein. Und dann wird der Suchbegriff nach Bitcoin gesucht und dann habt ihr hier das direkt, ja. Dann drückt ihr auf das Pluszeichen und dann kommt dieses Fenster, wo euch die Adresse angezeigt wird, worauf ihr dann die Bitcoins überweisen müsst von eurer anderen Handelsplattform, ja. Auf Minus ist genau das gleiche, wenn ihr auszahlen wollt, ja. Da gebt ihr die Adresse des Empfängers ein, die Anzahl der Bitcoins und dann seht ihr, wie viel kleine Provision bzw. eine kleine Gebühr fällt hier auch an für die für Bittrex, für die Plattform, aber das ist ziemlich klein gehalten, so dass es gar nichts mehr ausmacht. So, ja, so könnt ihr euch, wie gesagt, eure Kryptowährungen hin und her tauschen von Handelsplattform zu Handelsplattform und das Ganze geht hier, wie gesagt, ganz einfach. So, ja, wie kaufen wir uns jetzt andere Kryptowährungen? Ja? Dazu gibt ihr beispielsweise, ja, ich möchte mir hier den Blitz nochmal kaufen. Da habe ich mir heute schon welche gekauft, der ist ein bisschen gefallen. Da drückt ihr dann einfach auf Blitz oder ihr sucht das hier in der Suchleiste, wo ich nach dem Bitcoin gesucht habe. Und dann werdet ihr dann auf die Informationsseite dieses jeweiligen dieser jeweiligen Kryptowährung gelangen. Und seht hier auch das Diagramm, wie das in den letzten Tagen bzw. Sogar Minuten kann man hier einstellen, eine Minutenanzeige, also ihr könnt das hier auswählen, gelaufen ist. Und dann seht ihr natürlich, wie viel Potenzial da ist. Aber wie gesagt, müsst ihr euch das gut überlegen, welche Kryptowährung ihr hier kaufen möchtet. So, ja. Der Preis ist hier, wie gesagt, der aktuelle Preis von Blitzcash, der hier. Dann Handelsvolumen wird hier angezeigt, der gebotene Preis, der angefragte Preis und so weiter und so fort. Das 24 Stunden hoch und tief. So, dann habt ihr hier die beiden Fenster, einmal für Buy und einmal für Sell, ja, kaufen. Also, ihr könnt sagen, und zwar Blitzcash geben wir mal, ich möchte mir einen Blitzcash kaufen, ja, einen Blitzcash. Dann sage ich für den letzten Preis, das wären dann 0,0043 Bitcoins. Das Ganze wird in Bitcoins gerechnet. Und dann sage ich auf Buy. So. Minimum muss erfolgt sein. Das heißt, wir müssen Minimum 2 Stück kaufen. Genau, jetzt geht das. 2 Blitzcash möchte ich mir kaufen. Dann habt ihr diese Übersicht, da fallen wieder Gebühren an, ganz kleine Centbeträge sind das. Und
Ja, dann sage ich, für diese Summe an Bitcoins möchte ich mir jetzt Blitzcash kaufen. Zack, der Auftrag wurde erteilt und wird jetzt hier unten, seht ihr schon mit eurem Sternchen, das ist das immer markiert, was ihr hier selber ja, kaufen möchtet. So. Genau. Da seht ihr dann die Aufträge. Das ist einmal verkaufen, habe ich schon gesetzt, und einmal kaufen. So, dann zeige ich euch, wie man es verkauft. Wenn ihr dann diese Bitcoins, ihr könnt dann wieder zurückkehren auf die Wallet, euch mal anschauen, okay, habe ich jetzt denn meine Blitzcash bekommen? Ich habe jetzt zwei Stück gekauft, ja. Ich habe hier schon vorher welche gekauft und das sind jetzt, denke ich mal, zwei Stück, die dann noch dazukommen werden. Ja. Wenn ihr jetzt verkaufen wollt, dann geht ihr hier wieder auf die jeweilige Kryptowährung und sagt dann, ich möchte sie verkaufen. Ja. Dann seht ihr auch direkt, wie viele verfügbare Blitz Cash Coins habt ihr. Das dauert ein bisschen hier, bis das aktualisiert ist. Ist gerade viel los auf der Plattform. So. Und zwar habe ich jetzt 25. Die zwei, die ich hier gerade erworben habe, die habe ich hier dazu bekommen. So. Also ich möchte zwei Stück wieder verkaufen. Und den Preis könnt ihr natürlich sagen, ja, den letzten Verkaufspreis. Ja. Das wäre hier. Das wäre jetzt bei 41 0,00041. Oh, Entschuldigung, hier bei Bieten. Das ist die andere. Man muss es immer so kreuz sehen, ja? So. Und zwar ist das jetzt hier der letzte Preis gewesen. Jetzt steigt das schon wieder, ja? Da muss ich natürlich wieder nochmal auf Last. Und schon müsste er jetzt, glaube ich, ja, er ist wieder gestiegen. So. Und ich kann aber sagen, ich möchte abwarten. Und zwar sage ich, ich warte jetzt ab, bis der Kurs hier wirklich auf die 0,0005 Bitcoins gestiegen ist, ja? Und dann möchte ich verkaufen. Dann könnt ihr das natürlich eingeben. Zack. Gebt ihr ein. Dann seht ihr direkt, aha, wie viele Bitcoins würde ich dafür erhalten und erteilt diesen Auftrag. Dann habt ihr wieder nochmal diese Übersicht mit den Gebühren und die gesamten Bitcoins, die ihr erhalten würdet für diesen Preis. Und verkauft das Ganze. Der Auftrag wird erteilt und wird dann hier positioniert. Ja? Dann wird er hier positioniert. Genau. Und wenn dann der Kurs irgendwann so weit gestiegen ist, dass ihr diese 0,005 erreicht habt, dann wird das automatisch verkaufen. Ja? Dann wird das automatisch verkaufen und ihr habt dann quasi einen Gewinn erzielt, weil ihr für 0,004 Bitcoins gekauft habt und 0,0005 Bitcoins verkauft habt. Und ja, das Ganze ist sehr transparent hier. Unter Orders könnt ihr dann eure ganzen ja, offenen, wie das hier beispielsweise, sehen, offenen Orders und die abgeschlossenen schon, ja, die ihr schon gehandelt habt. Des Weiteren möchte ich euch hier die Settings anzeigen. Und zwar ist es ja wichtig, wenn man hier mit Geld handelt, und wir tun das ja auch, dass man hier sich vernünftig verifiziert und authentisiert. Und zwar, Verifizierung ist nicht unbedingt nötig, aber ist von Vorteil, denn ab einer gewissen Summe an Auszahlung, wenn ihr Bitcoins auf eine andere Plattform auszahlen möchtet und das in Bargeld verwandeln möchtet, dann müsst ihr euch hier, ich glaube, ja genau, ab 100 Bitcoins müsst ihr hier eine Verifizierung durchführen. Ja? Aber bis man die erreicht hat, das ist schon 100 Bitcoins, ja. Gut, dann gibt es hier die Zwei-Faktor-Authentifikation. Das ist das über Google, wo ihr dann, wie gesagt, ziemlich sicher seid, dass ihr hier euch richtig einloggt und, und. Soweit zu dieser Plattform. Also ich bin begeistert von dieser Plattform. Ich handle hier und ich bin auf jeden Fall sehr erfolgreich, was das hier angeht. Natürlich hat man auch kleine Defizite, aber man bemüht sich immer, da den richtigen Kurs zu sehen und den richtigen Trend.
Wenn du weiterhin informiert sein möchtest, beziehungsweise auch mal die Trends sehen möchten, die ich verfolge, dann trete doch meinen sozialen Netzwerken bei, unter anderem auch WhatsApp-Gruppe, Facebook-Gruppe, Telegram-Gruppe. Also ich habe da alles, was es da so gibt. Wir sind ein wachsendes Team und werden das zusammen, wie gesagt, alles regeln. Und das Ganze macht, wie gesagt, zusammen sehr viel Spaß, das Ganze zu beobachten. Und natürlich kriegst du auch aktuelle Informationen zu meinen anderen Projekten, die ich führe, so dass du immer auf dem aktuellsten Stand bist. Ja? Und da freue ich mich natürlich drüber. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über deine Kommentare zu diesem Video, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten abonniere meinen Kanal für alle weiteren Informationen und ich sage bis dahin schönes Wochenende, alles Gute und viel Erfolg.